Hey Freunde, was geht? Willkommen zu einem weiteren Recruit 2 Video. Ja, und zuallererst mal, es tut mir leid, dass jetzt am Mittwoch das Video nicht pünktlich gekommen ist. Ich werde das Video jetzt erstmal wieder ein bisschen anders gestalten. Da ja heute schon Freitag ist, werde ich das Live Summit Video jetzt nicht aufnehmen. Ich werde euch jetzt alle Inhalte zeigen und muss mal schauen, wann ich denn live streame, weil morgen kann ich ja leider nicht live sein, wie ich schon angekündigt habe, weil ich das aus zeitlichen Gründen leider nicht schaffe. Jetzt gehen wir aber erstmal, bevor wir hier hingehen, gehen wir jetzt erstmal hier in den Live Summit rein und dann nehme ich mir natürlich erstmal meine Belohnung von Mittwoch an. Und bin da, was bin ich denn da? Rang 1366. Wow, der ging aber hoch. Mit 1.329.000. Ne, das ist heftig. So, legendäre verbesserte Teile für Air Race. Ich hoffe, ich habe das eine Teil schon dabei. So, jetzt habe ich mir das abgeholt und jetzt will ich mal gucken. Und ja, da ist er. Ich habe endlich einen kompletten Nitro-Mischer. Yay. Oh, ihr wisst gar nicht, wie ich mich freue. So oft habe ich es versucht und so lange habe ich es versucht, diesen Nitro-Mischer zu bekommen. Ha, ich habe ihn endlich. Und was haben wir hier? Perfektionist und Tor. Perfektionist, perfekt. Aber Tor können wir eigentlich tauschen gegen Pur kann man Tor eigentlich tauschen, oder? Wird um 6% aufgefüllt, wenn Air Race Events ein perfektes Tor... Obwohl, geht auch eigentlich klar. Eigentlich geht das klar. Was habe ich hier gehabt? Hier habe ich, Test erprobt habe ich da drin, ne? Ach, das war noch ungeskillt. Ah ja, okay, alles klar. Oder bin ich doch auf Test erprobt gegangen? Ach, kein Plan. Auf jeden Fall bin ich jetzt glücklich, dass ich das jetzt auf jeden Fall erstmal hier habe. Ich werde das aber erstmal in eine andere Maschine einbauen, damit ich mir hier nichts durcheinander würfel. Weil das jetzt natürlich das gewonnene Set ist. So. Genau, das waren die vier Teile. Die anderen drei Teile gibt es in dem aktuellen Live-Summit, wenn wir den auf Gold schaffen. Genau. Oh, ich bin so froh, dass ich endlich jetzt ein Nitro-Mischer-Set voll habe. Es wurde auch echt langsamer Zeit. So, dann wollen wir mal schauen. Winter Agent, ja, habe ich schon gezeigt gehabt, glaube ich, in einem Video. Genau, da habe ich noch gesagt, dass ich mich auf den Porsche freue. Ganz genau. Dann Inferno haben wir auch schon gesehen. Und danach kommt die Motorshow. Und da bekommen wir verbesserte Teile für Rally Raid. Nitro-Mischer mit Matschig und was ist das? Ich glaube, wie heißt das? Luftig oder wie das heißt? Genau. Dann bekommen wir für Platin Tönung Weiter Himmel. Okay, alles klar. Gut, danach dann bald erhältlich Uptown Wilderness. Okay, dann schauen wir jetzt mal gerade rein, was wir hier haben. Radarfalle, Slalom, Aerobatik, Alpha Grand Prix. Aber das habt ihr ja bestimmt alle schon gesehen. Heute ist Freitag. Was soll ich sagen? Was kann ich dazu noch sagen? Ich brauche ja niemandem was vormachen hier. Ihr wisst es. Wahrscheinlich alle schon. Ihr habt wahrscheinlich bei Safixifo auch schon das Video gesehen. Deswegen, das mache ich jetzt heute nicht. Ich zeige euch jetzt alle Inhalte und dann werde ich noch ein Video fertig machen, wenn ich das Video hier hochgeladen habe. Aber da werdet ihr dann sehen, was da für ein Video kommt. Ja, da habe ich alles im Besitz. Das heißt, ich kann gar nicht so großartig was zeigen. Was haben wir denn hier? Hier haben wir Reifen, hier haben wir violetter Bushimura-Reifen. Und dann einen gelben Bushimura-Reifen. Oh, den gelben habe ich noch gar nicht. Okay. Mal gucken. Ja, Supersonic im Besitz. Im Besitz, im Besitz. Alles im Besitz. Was haben wir hier? Hier habe ich die beiden Fahrzeuge auch im Besitz. Ja, der Bugatti Chiron und der Bugatti Veyron. Und dann haben wir eine Unterbodenbeleuchtung in orange blinkend. Dann orangefarbener Reifen. Wie heißt der? Yomohi-Reifen? Keine Ahnung. Hä? Ihr wisst schon, was da steht. Und dann haben wir noch orangenen Rauch. Und dann, ja, war es das hier schon mal? Dann gehen wir in Prestige, da haben wir eine Hupe. Hören wir uns die mal direkt an. Wie cool, ey. Die ist ja cool. Die will ich haben. Dann haben wir Tönungsset. Retro-Feeling. Was haben wir denn da? Zeig mal her. Geh mal her. Habe ich überhaupt eine Scheibe? Oh ja, cool. Ja, cool. Ja, okay. Von dieser Seite natürlich wieder mal gar nichts. Ja, war ja aber klar. Dann haben wir Unterbodenbeleuchtung. Ich will immer lesen, ne, wisst ihr? Und dann, naja. Aber ja, gut. Die werde ich mir so oder so nicht holen. Freeride.
Wem sie gefällt, okay, aber für 32.000, das ist mir echt nicht wert. Dann haben wir pinke Unterbodenbeleuchtung. Blinkt die oder ist die dauerhaft an? Dauerhaft an. Okay, cool. Kann man bestimmt auch was mitmachen. Dann haben wir Reifen mit gelben Streifen. Yay. Du kannst aber echt gut reimen, du. Ja, gut, was soll ich da zeigen? Ist ein Reifen mit gelben Streifen. Wer denkt sich denn sowas aus? Guck mal, das ist ein Bushimura-Reifen. Wieso steht da nicht gelber Bushimura-Reifen? Oder wieso steht da nicht irgendwie anders? Nein, da steht Reifen mit gelben Streifen. Eieieiei. Dann orangene Tönung für 8.000. Ja, okay, kann man sich gönnen. Auf jeden Fall. Kann man machen. Und dann haben wir nochmal einen gelben Reifen. Ja. Ist halt ein gelber Reifen. Was soll man da schon großartig zu sagen? Aha. So, dann will ich mir doch jetzt direkt mal die Hupe La Cucaracha kaufen. Yeah, gekauft. Her damit. Und brauche ich hier noch was? Ja, ein bisschen Kohle habe ich ja noch, ne? Hier, dann kaufe ich den auch noch. Ah, jetzt habe ich den auf mein Auto drauf gebaut. Das finde ich immer so doof, wenn man die Sachen kauft, dass sie sofort sofort dran gebaut werden. So, hier, her damit. Ja, direkt angebracht. Ja, total blöd. Aber was soll's, jetzt werde ich die erstmal wieder umändern, die Sachen hier. Weil es passt ja mal gerade voll nicht. Ich weiß gerade nicht mehr, welche ich da dran hatte. Toll, wenn ich das jetzt noch wüsste. Ja, cool. Aber nee. Mann. Wenn ich das noch wüsste. Naja, eigentlich ist das Video jetzt so ziemlich beendet. Ich mach die dran. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen nach oben da. Wenn du neu bist, dann kannst du mir auch gerne ein kostenloses Abo dalassen. Aber das solltest du ja so oder so tun, denn sonst hast du bald auf alle deine Autos die La Cucaracha-Hupe. Haha! Kleiner Spaß am Rande. Ich werde hier gerade die Scheibe noch wechseln und bis das nächste Video kommt, könnt ihr ja gerne fleißig kommentieren, liken, weiterhin fleißig abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich bin raus und sage ciao. Euer Marvin Keno. It's all about humanity.